Wir wollen uns erinnern, bevor der Alltag mit den Fäden der Geschäftigkeit ein Netz spinnt, in dem er unsere Gedanken gefangen hält und die Zeit mit seiner unsichtbaren Decke des Vergessens uns umhüllt, damit wir Leben genießen können. Erinnern an Brigitte Irrgang. Ein Mädchen, unverwechselbar, wie viele Mädchen, einzigartig wie jeder Mensch. Von oben betrachtet liegt die kleine Stadt Lötz übersichtlich und idyllisch an dem Fluss Peene, der auch als Amazonas des Nordens benannt wird, im flachen Urstromland Vorpommerns. Geht man näher heran, spürt man das Leben unter den Dächern, in den Straßen der Stadt, die 1242 als zweite Stadt Vorpommerns das Stadtrecht erhielt, spürt die Geschichte, die ältere und die jüngere, von der man noch hier und da berichtet. So auch die Geschichte des Mädchens Brigitte Irrgang, das von den Wellen der Ereignisse an diesen Ort gespült wurde und hier ihre letzte Ruhestätte finden sollte. Am 2. Oktober 1954 in der evangelischen Kirche St. Marien-Lütz feiert der katholische Pfarrer Heinrich Wessels im weißen Messgewand ein Requiem für ein Kind, damals Engelsamt genannt. Nach dem Gottesdienst bewegte sich ein langer Trauerzug durch die Stadt, vorweg viele Ministranten, und im feierlichen weißen Ornat, weiß, als Symbol der Unschuld, schreitet der Priester. Die Straßen entlang des Zuges sind dicht gefüllt von anteilnehmenden Menschen. Wie vor Schmerz erstarrt ist die Stadt. Tief ergriffen hört die auf dem Friedhof versammelte Menge die Worte des Priesters. Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Was ist geschehen, dass uns noch nach 50 Jahren die Erinnerungen bleiben? Im Juli 1946 kam die Familie Irrgang zusammen mit vielen Heimatvertriebenen in Lütz an, von Tetschen-Bodenbach, nahe der deutsch-tschechischen Grenze, in einen Viehwaggon gesperrt, dauerte die Reise mehrere Tage, in denen sie ihn nicht verlassen durften, bis der Waggon endlich an Korl-Lütz, so hieß der kleine Zug, der die Orte Vorpommerns miteinander verband, angehängt wurde. Auf dem Gelände der ehemaligen Stärkefabrik endete die Reise der Familie Irrgang, endete ihr bisheriges Leben. Sie hatten bis 1945 in Krickehau in der Mittelslowakei gelebt. Das dortige sogenannte Hauerland war seit dem 12. Jahrhundert ein deutsches Siedlungsgebiet, entfaltete sich zur Zeit der Fugger zu seiner vollen Blüte und wurde 1946 vorwiegend von Deutschen bewohnt. Aus der Heimat konnten sie nur Erinnerungen mitnehmen und den festen Glauben an Gott. Die Eltern von Brigitte, Wilhelm und Jolante waren Lehrer und heirateten im August 1932 im bekannten Wallfahrtsort Altgebirg, nahe dem heutigen Banská Bystrica. Die Familie wuchs schnell. Bis 1939 waren die ersten vier Söhne, Emmerich, Edmund, Willi und Theo, geboren. Wilhelm Irrgang war Direktor der 5. katholischen Schule in Krickerau, dem heutigen Handlowa, und baute dort das Schulnetz mit Abendschule weiter aus.
Die Schule verfügte über eine Lehrerwohnung, in der Brigitte am 10. Februar 1943 geboren wurde. Hier wurde sie am 14. Februar in der St. Katharinenkirche getauft. Im Taufregister der Pfarrei ist sie unter dem Namen Brigitta Maria Juliane eingetragen. Ihrer wird auch heute noch in dieser Kirche mit Gottesdiensten gedacht. Doch sie wurde in eine Zeit des Krieges hineingeboren. Und dieser Krieg veränderte das Leben vieler Menschen grundlegend. Um die Kinder vor der herannahenden Front zu schützen, wurden sie mit ihren Lehrern im Januar 1944 zunächst nach Ordau in Mähren und dann auf den Hohen Schneeberg nahe Tietjen-Bodenbach in Böhmen evakuiert. Als Lehrer begleiteten Irrgangs den Kindertransport. Kurz vor Kriegsende wurde in Tietjen-Bodenbach das jüngste Kind Peter geboren. Im Juli 1946 kam die Vertreibung der Deutschen aus der neu gegründeten Tschechoslowakei. Weit weg vom tschechischen Elbsandsteingebirge ging es in das ganz flache Land Vorpommern. Mit seinen weiten Feldern, seinen schattenspendenden Alleen, den Flussläufen mit ihren Schilfgürteln und den vielen Kanälen, die durch die Torfgewinnung entstanden sind. Die Stadt Lötz hatte viele Industriebetriebe, die ihr Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Wohlstand verhalfen. Der Handel blühte damals und die umliegenden Dörfer hatten dieses genutzt. Dabei hatte auch die Peene als Handelsstraße gedient. Die Drehbrücke, die noch wie eh und je von Hand gedreht wird, ist in Europa einzigartig. An den Ufern der Peene hatten die Lützer Speicher für Handelszwecke gebaut. Heute beherbergen sie Wohnungen für ältere Leute oder warten auf eine Renovierung. Es war dem Superintendenten Winter zu verdanken, dass Lötz bei Kriegsende nicht erstürmt wurde, als die Rote Armee vor den Toren stand. So blieb die Stadt weitestgehend unzerstört. Aber zur Zeit von Brigitte Irrgang herrschte Wohnungsmangel. 1946 hatte Lötz doppelt so viel Flüchtlinge wie Einwohner. Familie Irrgang wohnte zunächst in der Schule von Sassen, in der Wilhelm Irrgang Arbeit als Lehrer fand. Die Familie war sehr arm, aber vor allem der Mutter war es zu verdanken, dass sie keinen Hunger litten. Sie hielt Hühner, baute im Schulgarten Gemüse an und zeigte viel Geschick beim Kochen und Backen. Im April 1949 wurde Wilhelm Irrgang Rektor der Diesterweg-Schule in Lötz. Er erhielt den Auftrag, in der Stadt Lötz eine Oberschule aufzubauen. Ab Herbst 1951 wurde er Direktor dieser Oberschule, zu der auch zwei Internate für die auswärtigen Mädchen und Jungen gehörten. Die Diesterweg-Schule ist am 2. August 1887 eingeweiht worden. Die zwei getrennten Eingänge zeugten davon, dass Mädchen und Jungen getrennt unterrichtet wurden. Inzwischen war Brigitte größer geworden. Die Geschwister besuchten die Oberschule und alles schien eine gute Entwicklung zu nehmen, wenngleich der äußere Schein trug. Die Herausforderung der Eltern bestand einerseits darin, die Kinder in einer rein evangelischen Umgebung katholisch zu erziehen, und weitaus schwieriger, in einer kommunistischen Gesellschaft sich christlich zu verhalten. Vor allem Wilhelm Irrgang geriet als Schulleiter unter massiven Druck, aus der Kirche auszutreten und die Schüler im Sinne des sozialistischen Menschenbildes ideologisch zuverlässig heranzuziehen.
Lötz gehörte zur Pfarrei der Kreisstadt Demmin, die 10 Kilometer entfernt liegt. In den 20er Jahren wurde die der Rosenkranzkönigin geweihte Kirche gebaut und ist weit und breit die einzige katholische Kirche. Die Hedwigsschwestern, vor allem Schwester Erika, radelte mit ihrem Fahrzeug, das wegen seines Hilfsmotors Hühnerschreck genannt wurde oder Schlabenpüster, durch die ganze Umgebung, um die Kinder im Glauben zu unterrichten. Zur Vorbereitung auf die Erstkommunion kamen die Kinder in das unweit der Kirche liegende St. Hedwigsheim. Brigitte oder Brigittchen, wie sie auch genannt wurde, bekam ihre Erstkommunion am 27. Juli 1952. Dieses Fest wurde in der Familie natürlich gebührend gefeiert. Sie lud kurzerhand eine Freundin, die in Treuen wohnte und deren Eltern kein Fest ausrichten konnten, ein, mit ihr gemeinsam in der Familie Irrgang das Fest zu begehen. Leicht fiel Familie Irrgang die Eingewöhnung in den so anderen Landstrich mit dem so anderen Menschenschlag nicht, berichtet Dr. Peter Irrgang im Buch um den Preis ihres Lebens. Bei meiner Familie sprang dann doch recht schnell der Funke über. Sogar viele Funken. Es kam so weit, dass wir uns in dem kleinen Städtchen Lötz mit damals vielleicht 7000 Einwohnern und echter vorpommerscher und gutbürgerlicher Tradition sehr wohl fühlten. Brigitte hatte viele Talente von den Eltern geerbt und dazu ihre eigene warme Anziehungskraft entwickelt. Meine Mutter hatte sowieso ein großes Herz und eine besondere Ausstrahlung. Sie kümmerte sich nicht sonderlich darum, wenn sie auf Reserviertheit traf. Sie öffnete schnell ihr großes Herz und das überwand jede Mauer. Mein Vater hatte Begabungen. Er war auf das Wirken in der Öffentlichkeit ausgerichtet. Er betätigte sich bald in allen kulturellen Bereichen. Er baute einen Chor auf und eine Volkstanzgruppe. Er führte Singespiele auf, auch Theaterspiele und vieles andere mehr. Sein Engagement öffnete die Herzen der Menschen. In kurzer Zeit war er überall in Lötz und der weiteren Umgebung bekannt und mit ihm die Lötzer Oberschule und Lötz als Kulturstädtchen. Hier in dieser Schule wohnten wir. Dort wuchs auch Brigitte heran und sollte bald eine Stütze ihrer Klassenleiterin werden. Vom 4. bis zum 6. Schuljahr wurde sie von Charlotte Gede unterrichtet. Dann kam der 29. September 1954. An diesem Tag wurde Brigitte Irrgang in Lötz Opfer eines brutalen Sexualverbrechens. Am späten Nachmittag war Brigitte vom Religionsunterricht nach Hause gekommen. Da ihre Mutter noch einen Kuchen backen wollte, schickte sie ihre Tochter noch schnell ein paar Backzutaten holen. Auf dem Rückweg, fast schon im sicheren Heim, lauerte ihr ein Mann auf, der mit seinen sexuellen Gelüsten zu Brigittes Mörder wurde. Brutal zerrte er sie in das Gebüsch, schlug sie mit dem Gesicht an die Mauer, würgte sie, bis sie zu Tode kam. Der Kampf dauerte lange, 20 Minuten, fand der Gerichtsmediziner in Greifswald heraus. Brigittes schwer geschundener Körper wies Verletzungen an den Beinen, am Kopf und am Unterleib auf. Zu einer Vergewaltigung kam es nicht, weil der Mörder gestört wurde und die Flucht ergriff. Die Familie, die durch das lange Ausbleiben beunruhigt war, suchte nach Brigittchen. Der Vater, der aus einer Chorprobe geholt wurde, und der Bruder fanden Brigitte. Der Vater trug das Kind durch das Treppenhaus in sein Arbeitszimmer. Erst auf der Treppe wurde ihm das Unfassbare bewusst. Sein Kind lebt nicht mehr. Der herbeigerufene Arzt konnte nur noch den Tod des 11-jährigen Mädchens feststellen, Tod durch Erwürgen. Und das geschah vor 50 Jahren.
Was macht den Tod Brigitte Irrgangs so unvergessen? Was macht ihr Leben so unvergessen? Im Nachlass der Familie Irrgang befand sich ein Charakterbild, verfasst von der Lehrerin Charlotte Gede. Unter der Überschrift »Meiner liebsten Schülerin« ist zu lesen: Die Samenkörner fielen in dich hinein wie in gute Erde. Ja, bei dir wusste ich immer, die Saat geht auf. So gewannst du auch die Rüpel für die Klassengemeinschaft. Du fühltest dich verantwortlich für den Geist der Klasse. Du arbeitetest an dir, um Vorbild sein zu können. Und du wurdest es. Noch ganz Kind nahmst du es doch ganz ernst mit dem Streben nach Läuterung. Wie viel Opfer an Zeit brachtest du, um deinen Kameraden zu helfen? Da kam der kleine Prewitz neu in die Klasse und hatte vieles, vieles versäumt. Schon hattest du ihn in deine Bank geholt und sagtest: Ich kenne ihn, ich will ihm helfen und alles mit ihm nachholen. Ich wusste aus Erfahrung, deine Arbeit würde erfolgreich sein. Sie schrieb weiter: Bei aller Ernsthaftigkeit war Brigitte ein lebensfrohes und übermütiges Kind, besonders wenn es galt, kleine Theaterstücke einzuüben. Sie dirigierte alles. Es war viel Schwung darin und echte herzerfrischende Natürlichkeit. Besonders gut konnte sie eine Hexe darstellen. Mit klappernden Holzschuhen wirbelte sie dann um sich selbst herum, laut kreischend und in den sonderbarsten Tönen quiekend. Auch an Brigittes Umgang mit den Jungen erinnerte sich die Lehrerin. So schrieb sie: Deine Keuschheit wehrte alles ab und verdrängte das Unlautere. Ein warmes und liebevolles Herz hattest du, das viel Zärtlichkeit zu verschenken wusste. Die süßesten Kosenamen erfandest du für meine jungen Kätzchen und schmeicheltest mit ihnen. So wie die Tiere liebtest du alles hilfsbedürftige Schwache. In den Frühjahrsmonaten 1954 kam mir deine körperliche und seelische Schönheit und Reinheit so besonders stark zum Bewusstsein. Es war wohl eine äußere und innere Wachstumszeit. Dann berichtete sie vom 29. September 1954. Vormittags im Deutschunterricht wurde das Gedicht »Mein Vaterland« von Heinrich von Fallersleben behandelt. Die Lehrerin erzählte von den heimatlosen Menschen und ihren Sehnsüchten. Unverwandt blickten Brigittes Augen sie an und langsam füllten sich ihre blauen Augen mit Tränen. Die ganze warm empfindende Seele des Mädchens spiegelte sich in ihrem Gesicht, berichtete Frau Gede. Dann sprach sie das Gedicht mit großer Innigkeit und Tiefe, aber trotzdem ganz schlicht. Ein unbewusstes Dunkel keimte in mir. War es ein Bangen um so viel Reife, so viel leidenschaftliches Gut sein zu wollen? So berichtete die Lehrerin Charlotte Gede. Den Nachmittag des 29. September überliefert Pfarrer Heinrich Wessels, der Ehrenbürger der Mienz und sogenannter Vater der vorpommerschen Vertriebenen. Er begleitete Familie Irrgang während ihrer gesamten Lützer Jahre. 1955 schrieb er in einem Diaspora-Lesebuch über Brigitte Irrgang: Als im Vorbereitungsunterricht auf die heilige Firmung die Schwester auf die Wahl des Firmennamens zu sprechen kommt, den sich jeder frei aussuchen konnte, ruft Brigitte spontan Maria Goretti. Ganz eigen rührt es an, dass die Kleine, die doch von Sünde und Schmutz der Zeit unberührt war, zwei Tage vor ihrem Tod voll Freude das Bild der heiligen Maria Goretti betrachtete und dann zu ihrer Mutter sagte, wie schön sie ist. Mutti, ich weiß alles von ihr. Am letzten Tag ihres Lebens, am St. Michaelstag, man könnte ebenso gut sagen, in der letzten Stunde ihres Lebens, sitzt sie in der ersten Bank und folgt mit glänzenden Augen den Erklärungen der Worte Jesu. Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Heilige Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Sie kann an jenem Abend nicht genug bekommen von den Worten des Lebens. Brigitte wollte ihr Leben so gestalten wie ihr großes Vorbild Maria Goretti, lieber sterben als sündigen. Zum Beginn der Jahrtausendwende wurde sie zusammen mit vielen Glaubenszeugen in der ganzen Welt
in Rom öffentlich geehrt und gefeiert. Unvergessen sind Brigitte und Familie Ehrgang auch in Lütz. So trafen sich im Juni 2004 nach 50 Jahren Abiturienten im Rathaus. Aus dieser Erinnerung geht hervor, dass das Markenzeichen dieser erweiterten Oberschule die intensive Kulturarbeit war, was nicht zuletzt diesem Herrn Direktor Ehrgang zu verdanken war. Es war ein aufrechter Mann, der für seine Überzeugung stand. Wir Lützer wissen das und sehen deshalb vor, den Weg am Wall nach ihm zu benennen. Auf der letzten Stadtvertretersitzung ist das beschlossen worden. Ihre letzte Ruhestätte fand Brigitte Ehrgang auf dem Kampffriedhof in Lütz. Das Grab wird liebevoll gepflegt von Frau Vogt. Ich war ab 49 bei Herrn in der Schule Schulsekretärin und da war sie so 7 Jahre. Was war sie für ein Mädchen? Ein sehr freundliches, wie soll ich sagen, liebevolles, hilfsbereites Mädchen. Also über ihr Alter hinaus sehr, wie soll ich sagen, vernünftig. Oder wie. Sie war beliebt vor allen Dingen auch, weil ich das ja aus erster Nähe mitbekommen habe, beliebt auch bei ihren Mitschülern. Sehr liebes Mädchen, muss ich sagen. Lütz möchte sich seiner kleinen, warmherzigen Bürgerin dauerhaft erinnern. Unter dem Motto Begegnung mit Brigitte Ehrgang entsteht vor der Diesterwegschule eine Sitzgruppe mit einem im Pflaster eingelassenen Kreuz. Es hat die rote Farbe der Märtyrer, die ihr Blut vergießen. Die Inschrift der Kugel lautet: Mit ihrer Lebensfreude und liebenden Hilfsbereitschaft eroberte sie die Herzen der Lützer. Wir gewannen sie lieb in ihrer Klarheit, Schlichtheit und Innigkeit. Wir gewannen sie lieb in ihrer Klarheit, Schlichtheit und Innigkeit. Möge ihre Lebendigkeit, ihre Lebensfreude, Hilfsbereitschaft, ihre innere Klarheit, Schlichtheit, ihre tiefe Frömmigkeit und sein Lichtstrahl sein, der viele und vieles unvergessen macht.